Hallo und herzlich willkommen zu Rome Total War 2 mit Sparta. Wir haben jetzt viele Feinde, würde ich sagen. Also den ganzen Westen und ein bisschen Norden noch dazu. Und das werden wir dieses Mal ein bisschen weiter in Angriff nehmen. Ich find's sowieso richtig lustig, dass Sparta so weit ist schon. Weil, also, Sparta ist am Anfang richtig schwer, weil man keine Handelspartner hat, bis auf Athen. Und ausbreiten kann. Ja, wir sind dementsprechend weit, weil an sich könnten wir relativ schnell hier weiter uns ausbreiten. Also Syrien haben wir auch bald. Also da brauchen wir nur hier. Und Persis. Also Persis, klar, wir müssen dann natürlich mit Parthien Freundschaft schließen. Und das ist auch ein Problem. Also die mögen uns ja relativ neutral. Und wenn wir es schaffen, ein Militärbündnis zu bekommen, dann hätten wir auch gewonnen. Weil, genau, Klientel oder Militärbündnis. Genau, oder halt beherrschen, ne? Genau. Und dann halt, ja, unterhalten 240. Also an sich könnten wir das hier alles im Norden und Westen in Ruhe lassen und uns komplett auf die konzentrieren. Aber ich will es mal versuchen, weil, also, wir sind ja, ich weiß nicht, welche Folge das ist. Das ist, glaube ich, Folge, keine Ahnung, 50, 60, 70, sowas. Also wir sind auf jeden Fall noch unter 100. Oder? Würde ich jetzt mal meinen. Naja, auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, wir könnten versuchen, mit Parthien Frieden zu schließen. Also währenddessen werde ich hier alles aufräumen. Also das wird ja auch schon gute 20 Folgen dauern. Bis der Westen und der Norden befriedet sind, sage ich mal. Und dann vielleicht Parthien als Bündnispartner. Das wäre mal sowas von lustig. Vor allen Dingen, weil es ja immer heißt, dass die Spartaner immer so ein kriegerisches Volk sind. Habe ich ja schon mal schon eine Folge gemacht. Das zeigt, dass es eigentlich gar nicht so ist. Oder so war. Und dass wir eigentlich nur so sehen. Durch die ganzen Medien und so weiter und romantisierenden Darstellungen von den kriegerischen Spartanern, die eigentlich relativ friedlich waren. So, hier könnte ich mal das umbauen, oder habe ich da schon eine? Das weiß ich nicht. Und da schaue ich mal. Ah, genau, hier habe ich einen Schildmacher. Genau, Stadtschmied, Schildmacher. Genau, also Schildmacher brauche ich da jetzt nicht. Also Stadtschmied habe ich auch schon, okay, alles klar. Also könnte ich da rein theoretisch auch schon, ja, das könnte ich auch machen. Gut, dann habe ich da nämlich eine Garnison und so weiter. So. Was machen wir jetzt zuerst? Also wir könnten, wo sind meine Armeen? Da ist eine Flotte. Da ist eine Armee. Was machen die da? Ah, genau. Weil der hier so nervt. Also, warte ich schon mal hier. Also, hier ist eine. Da ist eine. Da ist eine richtige. Die kann nicht mehr laufen. Die hat keine Füße mehr. Die unbesiegbaren. Genau, die sind da. Die könnten demnächst auch Richtung Istros gehen. Mit den Eraviska, wie bin ich mit denen denn? Gar nicht mal so.
feindlich eher. Ja, mit denen kann ich dann ja auch Krieg machen, ne? Dann warte ich noch, wie lange? 3 Runden? 5 Runden. Ja, 5 Runden, dann sind hier alle wieder heile und dann kann ich die Erariska angreifen. Die 300, die sind da. Schön, die fangen jetzt auch an. Die letzte Mauer. Genau, 3 Runden noch. Das ist ja sexy. Die fangen jetzt auch an, Afrika zu übernehmen, was sehr schön ist. Die scoutet mal Spanien und Portugal aus. Die Königliche Garde. Das ist ein schöner Name. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, diese Runde ist sowieso alles fertig. Und dann schauen wir, was die nächste Runde für uns bringt. Genau. Also in Makedonien, in den Makedonien-Folgen habe ich schon ein bisschen gequatscht. Also so mit Corona und so weiter, was das alles mit mir macht. Beziehungsweise, also ich kann da ja nicht mehr arbeiten und so weiter. Beziehungsweise ich kann noch arbeiten, also ich bekomme halt kein Material mehr und keine neuen Aufträge. Also die alten Aufträge kann ich noch machen, bis auf eine Küche kann ich nicht mehr fertig machen, weil ich da keine Platten mehr bekomme. Ja, und sonst, ja. Würde mich mal interessieren, was ihr so macht. Also, jagen. Ob ihr jetzt die ganze Zeit. Kind und ja, natürlicher Tod. Das ist natürlich schade. Ob ihr jetzt die ganze Zeit zu Hause hockt oder was ihr so macht, wäre mal interessant. Und ja, die Memes schon sind, bitte wirklich bleibt zu Hause. Also kein Scheiß. Also ihr könnt natürlich wirklich, was auch sehr wichtig ist, rausgehen, spazieren gehen, Sport machen, joggen und so weiter. Das ist extrem wichtig, du kleiner Mistkacker. Ah, wo ist denn die Armee da drin? Die ist natürlich jetzt weg, ne? Genau, also Sport machen ist extrem wichtig. Und sollte man definitiv tun. Und ja. Was jetzt total. Was total. Nerdy beziehungsweise streberhaft klingt. Das ist schön. Was total streberhaft klingt, ist, hört nicht auf, also wenn ihr noch in der Schule seid, hört nicht auf, bisschen zu lernen. Also klar, das ist erstmal Kacke, aber man kann wirklich lernen verlernen, also das Lernen und Lesen und so weiter. Deswegen, ja, bleibt dabei. Also natürlich erstmal chillen und so weiter, das ist auch klar. Das kann man ruhig machen. Aber ja, was ich in all den Jahren gelernt habe, ist wirklich, dass es überhaupt nichts bringt, wenn man ja, die Ferien, also die Zwangsferien in dem Fall, jetzt komplett ausnutzt und ja. Und dann, ja, ist plötzlich wieder Schule und das Schreiben fällt einem schwer und fühlt sich irgendwie komisch an, einen Stift in der Hand zu halten und so. Also, ich habe das auch alles gemacht. Und was sehr interessant ist, das ist ja jetzt ja ein relativer Ausnahmezustand, also nicht nur relativ, das ist ein Ausnahmezustand jetzt. Das Problem hierbei ist jetzt, dass die ganzen Schulen und so weiter müssen ja das nachholen. Und müssen ja das nachholen, was sie jetzt
Hä? Wieso kannst du immer noch nicht? Habe ich dich gerade gebaut? Wahrscheinlich. Was sie jetzt verpasst haben. Und das heißt, es wird nach den, also wenn die Schulen wieder geöffnet werden können, wird es halt extrem angezogen. Also die müssen ja jetzt den ganzen Stoff, den sie verpasst haben, klar, es wird verringert, das schon, aber es wird ja trotzdem sehr krass gepusht dann. Und nicht, dass ihr dann abstürzt, ne? Meine Lieben. So. Also, so viel vom Moralapostel. Und jetzt geht's mal weiter mit Rome to the War, würde ich sagen. Königliche Kasernen kann ich schon bauen, ne? Ah, das. Das braucht halt immer ewig, die zu bauen. Das dauert, glaube ich, drei Runden, ja klar. Acht Runden insgesamt. Koloniemeister, Pferdezucht, Hippiesstelle. Hippiesstelle, haha. Korruption ist natürlich auch gut, wenn die weggeht. Steuersatz, super. Machen wir mal die beiden. Also zuerst, ja, minus Korruption und Steuersatz und hier dasselbe. Also insgesamt minus 12 Korruption, das ist super. Und plus 10% Steuersatz ist auch gut. So, gut, gut, gut. Also hier unten, ups, da weiß ich nicht, ob ich nicht lieber die Armee, also die 300 auch hier hoch tue. Hochhole. Also hier muss ich schauen, dass er nicht rauskommt. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Das muss er wissen, wie er das macht. Also ich habe ja nur Bürgerkavallerie, was nicht sehr gut ist. Aber es ist, ey, es ist zumindest was. Ah, da kommt eine gegnerische Legion. Spannend. Höchst spannend. So. Warte, ich tu mal kurz. Ah, das habe ich befürchtet. Also, was in dem Fall jetzt. Alter. Okay. Er sagt 60%. Dann schauen wir mal. Also, was sein Vorteil ist, ist der Wald. Wieso ist hier Wald? Wir sind in der Wüste, Mann. Ja, okay, wir sind an der Oase, aber da ist doch kein Wald, oder? So, ein bisschen neblig. Wo ist es am besten? Ich würde sagen, hier ist es. Ja, ich gehe mal hier hin. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Geschosskrieger! Bewegt euch! Die bleiben mal hier drin. Der General kommt mal hier hin. So. Ich glaube, das passt. So, da kommt die Verstärkungsarmee, was halt richtig lustig ist. Was richtig lustig ist. Also, wenn es Steinschleuderer wären, okay, aber das sind halt. Das sind halt Speerwerfer. Das wird schmerzhaft. Also, da muss ich die Kavallerie richtig gut einsetzen. Ich muss das auf jeden Fall so einsetzen, dass die Kavallerie. Dass die Kavallerie nicht stirbt. Also, ich darf die Kavallerie nicht auf die feindlichen. Auf die feindliche Kavallerie schicken. Weil da wird sie nur vergeudet.
Und ich muss schauen, dass ich wirklich auf Pelltastenjagd gehe. Das ist in Ordnung, so. Gut. Dann darf er mal kommen. Aber hier die weiblichen Plänklerinnen sind natürlich gut, weil die schnelles Nachladen haben. Das ist sehr positiv. Dann spule ich mal vor. Da stellt sich auf jeden Fall sehr gut so hin, dass ich nicht schießen kann, ne? Wir hungern nach Blut und Kampf! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, das passt. Das geht auch. Wir erwarten eure Befehle! General! Befehl verstanden! Unser General wird angegriffen! Reicht die Linie! So, dich lasse ich noch mal ein bisschen. Oh, jetzt kommen die Elefanten. Kommen die da durch? General! Ja, Kommandant! Schnell vorrücken! So. Heroikoi! Kommandant! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Gut, jetzt kommen meine... Das ist schon mal sehr gut. Die Elefanten sind auch tot. Ah, weg da. Außer da sind Speerwerfer. Scheiße. Das hätte ich besser machen können. Hätte ich sehen müssen. Die haben keine Probleme hier. So, die muss da durchbrechen. Eure Befehle, Kommandant!
Das ist nicht gut. Das ist halt der Nachteil, wenn so viele Fernkämpfer da sind, ne? Der macht dann richtig schön Schaden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie alle. Feuer! Okay, los, schneller. Tödliche Geschosse bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut. Heroikoi! Sparta! Gladimo! Schieß! Halt die Opposition! Krieg bereit! Ja, jetzt schießen die auch noch, ne? Genau. Jetzt stirbt noch mal ein General. Ihr sollt da angreifen, bitte. Uiuiui. Genau, der lebt unsere ja auch. Unsere Männer fliehen genau. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Adelsinfanterie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wow. Dass die Adelsinfanterie so lange noch raushält, ne? Das ist ein bisschen overdone. 1000 Verluste, also ich habe bis, ja, 50%. Alter. Ich hätte es auf 60% spielen können. Also das wäre auf jeden Fall machbar. Aber ich habe zwei Fehler gemacht, und zwar, ja, okay, also keiner ist gestorben, das ist schon mal gut. Ich habe zwei Fehler gemacht, und zwar habe ich die Kavallerie einmal in die Speere reingejagt. Also ihr steht tatenlos rum, während sich diese Zecken immer weiter festsaugen. Ja, schön. Genau. Da habe ich ein paar verloren. Genau, da habe ich ein paar verloren, und dann bei der Jagd auf die, also alles mit der Kavallerie. Sklaven entkommen. Hä? Was? Die öffentliche Ordnung ist doch super. Naja, egal. Gut. Dann, warte, hier unten. Der kommt auf jeden Fall zurück. So. Wie alt ist der denn? Der schon 65. So, noch weiter.
Du hörst mal auf zu marschieren in der Stadt. Hup. So. Du. Oh. Gehst mal normal und zwar nach Octodom. Durum. Octodurum. Egal. Gut, und du bist jetzt, zu euren Diensten. Du hast dich eingekesselt. So, so. Und du auch. Ich erwarte eure Befehle. So, anheuern. Alle ausbilden. Ja, muss ich eigentlich nicht. Ist eigentlich egal, ob die sterben oder nicht. Ist eigentlich immer lustig, wenn die in der Befestigung sind und dann fliehen. Ist immer sehr idiotisch. Naja. Aber es hat funktioniert. So. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal werden wir dann was machen? Vielleicht die Siedlung erobern und dann Richtung Herkinia gehen. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt und seid gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.